Der Echtsauer-Stausee, ein wirklich wunderschönes Gewässer im Herzen von Luxemburg. Disclaimer: In unseren Videos erheben wir nicht den Anspruch einer Rechtsberatung. Daher können wir keine Haftung für eventuelle Folgen deiner Anwendung übernehmen. Den Disclaimer findest du zusätzlich in der Infobox. Der Echtsauer-Stausee, ein wirklich wunderschönes Gewässer im Herzen von Luxemburg, an dem Basti und ich auch schon das Glück hatten, ja, angeln zu dürfen. Wo sich der See genau befindet, das zeige ich dir. Und zwar befinden wir uns ein bisschen westlich in Luxemburg, auf Höhe von Vianden auch. Und wir sehen, dass sich der Stausee wirklich über eine lange Strecke erstreckt, und zwar mit ca. 20 Kilometer an Länge des Stausees, ja. Und was auch sehr beeindruckend ist, wir haben dort fast 380 Hektar Wasser, die beangelt werden können. Beziehungsweise es gibt einen Teil des Stausees, wo es tatsächlich eine Sperrzone gibt, also darf man nicht angeln. Aber das zeige ich dir jetzt gleich nochmal. Genau, es gibt ganz, ganz schöne Untiefen da und viel Struktur. Was leider ein bisschen schade ist, vom Ufer aus zu beangeln, ist der See ja nicht ganz optimal. Also man kommt nicht überall perfekt dran. Es gibt Stellen, wo man auch gut ansitzen kann und dort angeln kann. Aber am besten ist es tatsächlich, wenn man mit dem Boot dort angeln geht, ja, um auch wirklich die Hotspots anfahren zu können und den See auch komplett erkunden zu können. Was wichtig ist, auch ein Bellyboot zählt dort als Boot. Das heißt, auch hierfür brauchst du eben den Binnengewässerschein B, den der Basti dir ja schon in den Intro-Videos vorgestellt hat. Falls du das noch nicht gesehen hast, guck dir das nochmal an. Da erklärt der Basti dir ganz genau, wie du die Scheine auch bekommst, um dort ganz legal ohne den deutschen Fischereischein angeln zu können. Bitte informiere dich vor deinem Angelausflug immer über die aktuellen Bestimmungen am jeweiligen Gewässer. Diese können sich jederzeit ändern. Ja, zum Stausee an sich noch kurz. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön da. Uns hat das sehr gut gefallen. Wir haben tolle Hänge mit viel Wald, klares Wasser. Und es befindet sich sogar eine Burg am Staudamm. Also das ist sehr schön dort, diese Gegend. Wir können uns einmal noch mal kurz die Seite vom luxemburgischen Amt angucken, was dort für Regelungen gibt. Und dann zeige ich dir auch, wo du genau angeln darfst am See. Und zwar ist das ein tolles PDF, wo eben die Fischereivorschriften nochmal genau aufgelistet sind für Luxemburg. Und ja, wir erfahren hier nochmal ganz systematisch etwas über die verschiedenen Angelscheine, über die Methoden, die angewandt werden dürfen, welche Köder auch benutzt werden dürfen, was es für Verbote gibt, aber auch die Schonzeiten werden hier mal aufgeführt, ja, und die Mindestmaße. Also ganz, ganz wichtige Seite, die du auch gerne nochmal angucken kannst, wenn du ans Gewässer fährst. Und auf Seite 4 findet sich hier eine Übersicht über den Stausee. Und man sieht eben, wo genau geangelt werden darf. Ja, hier befindet sich eben am Ausfluss die Zone, an der es verboten ist zu fischen, aber hier oben überall darf geangelt werden mit dem Boot und vom Ufer aus. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, freuen wir uns über dein Like. Solltest du keine Videos mehr von uns verpassen wollen, dann abonniere den Kanal und drücke die Glocke. Heimische Fischarten. Da es ein Stausee ist, ist das Wasser sehr klar. Also als wir da waren, war es wirklich sehr, sehr klar. Und das ja, bietet Forellen und Barsche, die wirklich klares Wasser auch sehr gerne mögen, eben tollen Lebensraum. Die beiden Fischarten, die kommen da sehr häufig vor. Es gibt aber auch Karpfen, Weißfische und der ein oder andere Hecht ist natürlich dort auch gut zu finden. Zander gibt es auch und also ist tatsächlich ein ziemlich guter Fischbestand. Also als wir da waren, konnten wir relativ erfolgreich dort auch angeln. Zu den Campingplätzen und Übernachtungsmöglichkeiten, wenn du dort irgendwie mal für ein paar Tage hinfahren möchtest, vielleicht mit der Familie oder mit Freunden. Es gibt einen Campingplatz, der sich eigentlich fast direkt am Stausee befindet. Er liegt nicht ganz am Wasser, aber 1 Kilometer entfernt und man hat auch den Blick auf den Stausee tatsächlich von dort. Und den können wir uns einmal angucken. Genau, der liegt nämlich hier oben bei Liefringen. Und da ich dich mit meinem guten Französisch nicht belästigen möchte, werde ich den Namen des Campingplatzes nicht aussprechen. Wir gucken uns mal die Website an.
Ja, hier sieht man eben eine schöne Aufnahme vom Stausee. Genau, und es ist tatsächlich auch so, dass ja der verhältnismäßig auch recht günstig ist. Also 16 € pro Nacht für zwei Personen, das ist okay, das kann man bezahlen. Und ja, klick dich da gerne durch. Ich stelle den Link auf jeden Fall zur Verfügung. Die anderen beiden Campingplätze, die auch in meiner Präsentation gleich noch erscheinen, befinden sich eben nicht direkt am Stausee, wie wir sehen. Das ist den ich hier gerade gezeigt habe. Und die befinden sich sonst hier unten an der Sauer. Auch sehr schöne Campingplätze. Aber ja, die Fahrt bis hoch zum Stausee ist dann doch ein bisschen länger als hier von dem Campingplatz, den ich hier gerade vorgestellt habe. Der eine ist eben der Camping Bissen und der andere Camping im Aal. Genau, hier siehst du nochmal die Adresse und Rufnummer und auch nochmal die Website. Die stelle ich dir auch nochmal unter die Präsentation, damit du da direkt drauf zugreifen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ja, falls du dich noch erkundigen möchtest, ob dort in der Nähe Angelgeschäfte sind, das sind sie leider nicht. Ja, bring dir genug Angelzeug mit, damit du da nicht irgendwie auf dem Trockenen sitzt. Und das kann ich dir nur raten. Ansonsten, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, falls du dort mal an den Stausee fährst, denn das ist wirklich ein super Gewässer. Und ja, viel Spaß auch mit den weiteren Videos.